Dünger bringt immer was. Also egal, auch sag ich mal, wenn du keinen Spezialdünger oder sonst was hast. Du kannst einen ganz einfachen Dünger nehmen, weil das ist ja trotzdem Futter. Ja. Das Einzige, was du machen solltest, wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dann streu lieber weniger. Warte 14 Tage, bis du siehst, dass der Dünger wirkt. Und die andere Hälfte streust du dann im Endeffekt quer versetzt zu deinen Bahnen, die du vor 14 Tagen gemacht hast. Weil dann kommst du auch nicht in die Situation, dass dir der Rasen unter Umständen verbrennt, weil du viel zu viel gedüngt hast. Ja. Ja? Und das ist einfach ein gutes Mittel. Wir sind beim nächsten Schritt. Genau, wir sind beim nächsten Schritt. Wir haben den Edifizierer. Der hing schon hinter dem nächsten Schlepper. Die haben ja immer zwei Stück dabei, damit die nicht andauernd umbauen müssen. Ja. Der sticht jetzt mit diesen Hole Spoons, man sieht das hier, 1,3 cm Loch, stecht der jetzt im Endeffekt Löcher in den Boden, wo dann hinterher der Sand reinrieselt. Ja, das mal angucken, wa? Genau. Also du siehst hier jetzt, wie wir die Löcher ausgestanzt haben hier. Das ist so lang wie mein Zeigefinger, etwa 5, 6, 7 cm tief. Jan stellt den jetzt noch etwas tiefer ein. Da holen wir diese Kerne mit raus. Und da sieht man im Endeffekt den Aufbau des Platzes. Der ist relativ homogen, aber fein, recht fest, dadurch, dass der natürlich dann durch die Trockenheit auch immer weiter zusammensackt. Aber du musst dazu sagen, hier ist die weiche Stelle. Hier ja, ja, hundertprozentig. Hier ist noch relativ weich, dadurch, dass der noch Restfeuchte über die Bäume kriegt und hier nicht so viel Sonne hinkommt. Aber was man halt im nächsten Jahr sehen wird, ist, dass hier dann in diesem Ausstich dann schon eine Lage grober Sand eingearbeitet ist. Und das wollen wir eigentlich, damit wir die Drainagefähigkeit des Bodens erhöhen. Ah, super. Und in dieses Aufgestochene, wo dann der Sand reinfällt, geht natürlich die Wurzel vom Rasengras auch viel leichter rein. Ja Leute, da seht ihr mal, was hier alles passiert, um so einen Fußballplatz wieder auf Vordermann zu kriegen. Es ist ja leider nun mal auch hier so, dass wir so extrem viele neue Mannschaften haben, was wir früher nicht hatten. Früher hatten wir eine erste Herren, eine zweite Herren und vielleicht zwei Jugendmannschaften. Heute sind es ja zwei Herrenmannschaften, eine Frauenmannschaft, da kommen noch 10 Jugendmannschaften dazu, eine alte Herren. Eine Ü60 noch und ja, dann kriegst du einen Platz natürlich eine Menge ab. Und deshalb muss der dann auch hin und wieder mal professionell gepflegt werden, was wir dann natürlich nicht hinkriegen bzw. renoviert werden. Interessant aber all das zu erfahren, ne? Kann man eine Menge mitnehmen, eine Menge lernen und das ist das Tollste. Wenn du dir das jetzt mal anguckst und da wirklich mal dran ziehst, siehst du, dass der einen Teil rausgekämmt hat, ja. Das hier, das Lose. Und das andere, was unten flach auf dem Boden lag, hat er nach oben gezogen. Und wenn wir das jetzt nachher mähen, dann kommt natürlich dieser ganze trockene Mist hier, geht dann direkt mit über den Mäher raus. Der nimmt dann also einerseits das auf, gleich beim Mähen, was ausgestriegelt wurde, das, was trocken hochsteht und das, was er da aus den Löchern rausholt. Dann ist der Platz einmal sauber, ja. Und kurz und dann kommt im Endeffekt Sand drauf. Einfach, aber ich sag ja mal. Einfach. Genau, aber wenn wir gleich mal darüber gehen und du versuch mal, ich meine, du hast ja auch Oberarme wie ein Bär, versuch mal diesen Spoon, ja, in eins der vorgestochenen Löcher zu stechen. Mal reinzuhauen. Einfach nur mal reinzustechen, dann weißt du, wie viel Druck du brauchst oder welche Maschinentechnik du brauchst, um überhaupt ein Loch in so ein Platz reinzustechen. Hier seht ihr ja, das sind jetzt so vorgestochene Löcher. Einfach reinstecken, sagst du. Andersrum, dreh den mal um. Andersrum, so rum. Und jetzt versuch den mal mit der Hand. Na Junge. Ja, genau. Da muss was kommen. Da muss richtig was kommen. Und deswegen wiege ich das Gerät halt auch über eine Tonne, damit wir überhaupt genug Druck haben, um den Boden auszustanzen. Ja, okay. Aber da merkst du halt auch, wir haben gerade durch Zufall festgestellt, ein Spoon war lose und hat sich gelöst. Dadurch, dass du natürlich so viel Kraft brauchst, ist natürlich der Verschleiß auch sehr hoch. Ein so ein Spoon oder dieser ganze Satz Spoons hält maximal zwei Plätze. Je nachdem, wie fest der Platz ist und wie sandig, die lösen sich. Der Boden ist regelrecht wie Schmirgelpapier und dann nach zwei Plätzen musst du die tauschen. Ach du Scheiße. Ja. Teurer Spaß. Aber Qualität hat seinen Preis. Ski. Guck mal, wie sauber der Boden hier ist. Was ist denn hier los? Was ein Dreck liegt. Ich muss erstmal eine Schubkarre holen, dass ich das wegkriege. Der Wahnsinn. Aber guckt euch mal an, liebe Leute. Also das ist ja krass. Der Unterschied. Junge, sauber, ne? Ski. Ganze Karre vom Mutterboden habe ich da rausgeholt. Tja,
Das saß hier alles in dem Fußboden drin? Ja. Alter. Das ist eine Menge, ne? Das ist eine Menge, ja. Aber dafür ist jetzt auch wieder sauber, ne? Alles fein schier. Schier! Schier! Da hat jemand eine schiere Baustelle. Da läuft hier jetzt, ne? Hier, ja, ist Junge, alles sauber, Junge. Platz wird fertig gemacht. Das ist Qualität. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ist er Franterich? Wer? Udo? Ja, habe schlechte Laune. Ja, dann drücke ich ihm gleich erstmal die Lanze in den Hals. Das wird damit besser. 6 Stunden am Gang hier. Whirlpool habe ich sauber gemacht. Schier. Alles. Da können wir frei davon oben vom Dach springen, wir da oben rein. Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Die Jungs von Quadhammer sind schon früh morgens am Freitag hier unterwegs. Schaut mal. Hier geht es nämlich jetzt auch weiter. Ich als Nicht-Fachmann werde jetzt wohl behaupten, jetzt wird hier fertig elektrifiziert. Also die ganzen Flächen hier noch. Sieht man jetzt ja auch ganz schön. Dort wurde elektrifiziert. Hier nicht. Danach wird 60 Tonnen feiner Sand aufgetragen. Spannender Tag. Also ich finde es wirklich interessant. Auch schön zu sehen, wie so ein Sportplatz schon professionell wieder renoviert wird. Und bin echt gespannt, wie das hier in 4 Wochen aussieht, wenn alles fertig ist. Goll, ne? Endlich mal aufgelockert wieder. Der ist so hart. Der ist nicht hart. Endlich wird besandet, liebe Leute da draußen. Wir haben ja 60 Tonnen von der 02er Körnung feinen Sand gekauft. Und das wird hier jetzt eingebaut, ne? Das Ganze sieht jetzt so aus, könnt ihr ja mal schauen. Und wird dann später mit der Maschine, mit dem Besen nochmal glatt gezogen. Ich bin jetzt wirklich kein Fachmann, aber die Theorie habe ich ja schon mal erklärt. Mit dem Wässern zieht dieser feine Sand später tiefer in den Boden rein, also in den Erdboden. Und gibt dann später eine bessere Wasserdurchlässigkeit. Das ist eigentlich ganz gut, da sollte man, soweit ich weiß, eigentlich jedes Jahr mal machen, die Plätze anständig zu besanden. Das ist auch ein ganz cooles, simples Prinzip, ne? Sand ist hinten drauf, schmeißt das hier raus, schön gleichmäßig verteilt.